Total und recht herzlich willkommen, total und recht herzlich willkommen zur Star Wars Launch. Am 28.04. geht es los mit Star Wars News als Sendung mit Kylo Ren. Kylo Ren nicht als Independent, sondern Kylo Ren als Nachrichtensprecher. Kylo Ren ist ja momentan derjenige welche, der jetzt uns nahegeführt wird als neuer Bösewicht. Obwohl, laut neuesten Aussagen, ist er gar kein Bösewicht, sondern ein Doppelagent. Da sind wir also auch schon beim Kern der Sache. Dieser Videoclip hat Inhalt, nicht nur um diese möglichen Figuren vorzustellen für Independent, für zum Hinstellen ins Regal. Nee, also diese Sendung ist ausgedacht als News. Kommt einmal im Monat und zwar immer um den 28.30. je Monat raus. Weil wir starten mit der ersten DVD und Blu-ray von Erwachen der Macht. Am 3.4.2016 hat Disney im Aufsichtsrat verkündet, dass wir nun 10 Jahre Disney-Star Wars haben werden als Film. Jetzt überschlägt sich alles. Daily News und in Amerika haben natürlich sofort nachgefragt und es wurde bestätigt, dass 10 Filme kommen. Es kommt auch Boba Fett für alle Boba Fett-Freunde, weil Boba Fett war an sich in den ersten schon verdammt angesagt. Die sich damit identifizierten, Fans etc., wollten Boba Fett und Boba Fett war nicht irgendwo irgendwie, sondern halt so am Rande. Es soll also ein richtiger Film kommen, zwischen 2020, 2025 soll Boba Fett kommen, dazwischen kommen noch andere. So, jetzt aber wird's wichtig. Wir bringen euch Informationen, die wir recherchiert haben und diese Informationen in der Recherche bestätigt vorliegen. Aus England und aus Amerika, auch vom Set und vom Original. Und dann verbreiten wir das nicht, sondern wir machen eine sogenannte Informationssendung als Nachrichten. Da jetzt das Neue entstanden ist, mit dem Erwachen der Macht, ist auch das Wort Spoiler in den Mund genommen worden. Wenn wir alles diesbezüglich als Spoiler bezeichnen, dann tut es mir recht herzlich leid, dann brauchen wir das alle nicht mehr. Dann brauchen wir unsere Berufe nicht mehr, ja, weil ein Maurer sagt, Spoiler, ich baue ein Haus, hallo, oder Spoiler, ich baue ein neues Auto. Nee, also das ist totaler Schwachsinn. Also wir sind die Nachrichten GmbH, wir machen Nachrichten. So, Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV. Und das Ganze wird aus Sicherheitsgründen Sammelfiguren TV heißen. Sammelfiguren TV, wie angekündigt, ja. Nur Walt Disney spielt ja nun mal nicht mit und diese Kostümfirmen auch nicht. 501 fängt bei 1000 Euro an als Kostüm. Und sollte man Lust haben, ein Darth Vader zu sein, sind wir schon bei 6000 Euro. Das muss nicht sein. Also diese Sendung soll eine Informationssendung sein für alle Begeisterten. Deswegen haben wir ja auch bei Facebook die Begeisterten 100%. Das heißt also, alle, die schon ein gewisses Alter hatten, 1977, werden in 10 Jahren um die 60, wenn wir Pech haben, um die 70 sein. George Lucas ist 1944 geboren, ja, und ist schon 70, ja, und weit drüber. Also er wird dann in den 80ern sein, wenn in 10 Jahren Walt Disney vorerst den letzten dieser Art von Filme zeigt. Und da sind wir wieder beim Kernthema. Also viele spielen ja schon Infinity und viele haben ja auch alle Figuren von Infinity und andere haben also auch schon die neuen Figuren von Walt Disney. Nun, an die Altersgeneration. Wir machen ab 45 aufwärts, weil die anderen machen von 15 bis 45. Und wir machen, euer Medienkanzler, macht von 45 unendlich. Alle, die ab 40 aufwärts diesen Videoclip jetzt sehen und diesen vielleicht interessant finden, können sich dann später ab Ende des Monats April zum 1. Mai hin die Sendung anschauen. Mit dem Moderator Kylo Ren. Ja, und da es nun mal Sammelfiguren, Theater und so weiter heißt, schon lange, seit 12 Jahren, Sammelfiguren und Theater, da viele auch Sammelfiguren haben etc., müssen wir natürlich als Sendung vorsichtig sein, weil wir haben es ja versucht, wir haben also mit den Kostümfirmen gesprochen, die aber ablehnend dieser Sendung gegenüberstehen, weil die natürlich Geld
verdienen möchten, um so eine Sendung zu gestalten, sollen wir dann ganz viel Geld bezahlen. Das kommt uns noch nicht so in den Sinn, weil ist ja alles neu, ist ja ein riesen Hype jetzt. Newcomer zwischen 15, mehr 9 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, wollen natürlich nicht so einen alten Herrn hier sehen wie meiner einer, aber ich bin nun mal beruflich involviert in Star Wars seit 1974 bis 77 und als Kuttenträger bzw. als Darth Vader für Kaufhäuser und Kinos, um Merchandising, um Promotion zu machen und Werbung zu machen, also involviert. 1999 noch einmal und jetzt gibt es halt nur noch diese Sendung. Diese Sendung als Nachrichtensendung, Star Wars News, Sammelfiguren. Wir haben das Augenmerk auf Assassins mit Ubisoft und wir haben das Augenmerk auf Star Wars. So, die Ubisoft ist klar, Assassin's Creed, diese ganze Geschichte. Eines ist klar, die ganzen Spiele, Spielehersteller, wir können nur darüber berichten und wenn die wirklich der Meinung sind, uns irgendwas zu geben, damit wir es euch darstellen oder darbieten oder zerreißen, darüber sprechen, boah, diese Figur ist aber schlecht, weil die bricht ja zusammen, er möchte keinen Verkäufer hören, also kein Produzent von Figuren möchte das hören, dass so eine Figur grottenschlecht ist. Also wir sprechen also live darüber, wir sprechen also darüber und sprechen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir werden jetzt hier keinen Verkaufssender machen. Diese Figuren sind natürlich hier kaufbar, ist klar. Wir haben ja das Medienhaus und das Coffeehaus, aber wir wollen eine Sendung machen und diesbezüglich brauchen wir natürlich Material. Dieses Material kostet euch, wie auch uns, sehr viel Geld. Wir kriegen nichts geschenkt, gar nichts. Wir müssen alles fragen, können wir haben, kaufen, ausleihen und dafür bezahlen. Diese Sendung ist sehr teuer, diese Sendung kostet Unmengen an Zeit und an Geld und wir bleiben bei der Wahrheit, wir wollen nichts verkaufen. Es wird hier kein Verkaufssender für Figuren aller Art, sondern Informationen. Informationen über Walt Disney, weil Walt Disney macht jetzt ein 10-Jahre-Programm. Dieses 10-Jahre-Programm ist auf den Weg gebracht worden, es kommen also 10 Jahre lang Filme und natürlich eine Menge dazu, Serien und so weiter und so fort. Ja, so, und da haben wir natürlich jetzt 10 Jahre Zeit, jeden Monat an Informationen herauszukitzeln, die zu verbreiten und euch anzubieten. Das ist eine also wir bieten sie euch an. Kommt mir nicht mit Spoiler, deswegen gibt es auch keine Kommentare, das ist eine Sendung. Und ihr schaut euch die Sendung an, und wenn sie euch gefällt, wir versuchen die so interessant zu gestalten, wie es nur möglich ist. Weil eine Sendung richtig viel Geld kostet. Wir kriegen nichts, absolut gar nichts geschenkt. Wir bekommen nur Ablehnung. Wir haben gefragt, wir haben einen gefunden, der hat wahnsinnstolle Figuren. Ja, wahnsinnstolle Figuren. Die hätten wir euch auch sehr gerne vorgestellt. Aber da kommen so Sprüche wie, ja, du machst eine Sendung, dann hast du nachher viel mehr, viel mehr hast du dann und so, Ja, also er hat schon Angst, dass wir mehr Umsatz machen wie er. Also da fing der Ärger schon an. Also wir werden versuchen, tolle Sachen zu kaufen. Boba Fett zum Beispiel, eine super Figur, würde auch uns 500 Euro kosten. Wir kaufen also diese Figur für 500 Euro ein, um sie dann euch zu präsentieren, zu zeigen, darüber zu sprechen. Und das muss schwer überlegt sein. Wir sind eine sehr ehrliche Firma. Wir sind auch eine sehr ehrliche Sendung und euer Medienkanzler ist auch eine sehr ehrliche Person und das soll auch so bleiben. Und wir machen diese Sendung auch aus Spaß heraus, nicht nur weil wir es können, weil wir alles haben, nee, weil wir auch Lust und Laune dazu haben und Spaß, vor allen Dingen Spaß. Die 100% begeisterte Gruppe bei Facebook soll auch so sein. Die sollen Informationen austauschen. Ich hab was, ich hab was, ich hab was. Ihr dürft da alles, von 0 bis 00. Ihr sollt Spaß haben. In erster Linie Spaß haben und Freude haben an dem Thema Star Wars. Ja? So, die ganzen Kuttenträger, besonders die hochrangigen Kostümträger, die ab 1000 Euro aufwärts, sonst nehmen sie keinen auf. Nun, gefragt haben wir, wir müssen uns also die Sachen auch kaufen, wir müssen also selber in solche Sachen hineinspringen. Wir werden jetzt auch nicht für 3.100 Euro so eine Kluft kaufen bei Amor. Wir werden euch auch die Firmen vorstellen, ist richtig.
Aber jetzt, dieser Helm zum Beispiel wurde uns angeboten für 998 Euro und er ist nicht voll funktionsfähig. Ein junger Mann hat es voll funktionsfähig gemacht. Er hat also die Mechanik hier eingebaut in die Maske, draufdrücken, geht auf. Also es geht alles nur in Do-it-yourself. Ob diese Person überhaupt ansprechbar und ob diese Person überhaupt Interesse haben, hier mitzumachen bei dieser News-Sendung, Nachrichtensendung. Wir wissen auch gar nicht, ob wir das in Englisch machen sollen, weil die Engländer die mögen. Ja, also die sind schon Hype. Wir hatten also auch schon welche, die ab 12, also ab 10, ab 12 uns schon angesprochen haben aus Amerika. Da sind wir natürlich ein bisschen vorsichtig, weil wir gar nicht wissen, ob das alles so stimmt, was die da so alles erzählen. So, die Sendung ist von 0 bis 00, also jeder kann sich die Sendung anschauen, jeder kann in der Sendung mitmachen. Ja, alles was böse ist, ne, so richtig böse ist, in der realen Welt wird geblockt. Die haben Pech. Ne? Das mal zum Schluss. Wer böse ist, wird geblockt. Und wer alles Lust und Laune hat, Spaß hat, der sich also erfreuen möchte an Informationen, was kommt denn da auf mich zu? Also, Star Wars 8 wird ein sogenannter Independence-Film. Wie Independence Day, so könnt ihr euch das vorstellen, wird ein Independence-Film. Wird euch in der Sendung erklärt. Rogue One ist der erste Kriegsfilm, der nichts mit Säbelrasseln, Lichtschwerter, Ahsoka, keiner, den ihr kennt, wird da sein. Also keinen, den ihr so richtig kennt, wird da sein. Als Hauptakteur. Die Nebendarsteller kennt ja einige, aber die Hauptakteure sind neue. Das so mal am Rande. Ja, und dann haben wir da noch was. Und zwar Star Wars 8. Ein sogenannter Independence, das haben wir aus Britannia, ne, aus England, von den Studios uns besorgt, Daily News. Daily News ist eine gute Nachrichtenquelle. Und wir haben in Amerika einen Sender, der uns auch füttern wird. Also bleibt dran, bleibt uns gebogen und macht mit.